Wie oft bekomme ich es im Alltag mit, dass Frauen erzählen, ich bin schuld dran, dass ich mit dem falschen Mann Kinder habe? Frauen, die das Gefühl haben, ich kann jetzt hier nicht weg, jetzt habe ich den Falschen geheiratet, ich habe mich jetzt entschieden, ich kann jetzt einfach nicht raus, sonst würden die Kinder so sehr leiden unter der Scheidung. Mit diesem Video möchte ich denjenigen Frauen helfen, die wirklich in so einer Scheiße in Anführungsstrichen feststecken. Ist natürlich gar nicht schön, mit dem falschen Mann zusammen zu sein, wenn man Kinder hat, weil Scheidung oft wirklich nicht so schön ist, wenn man auch noch mehrere Kinder hat und die auch noch klein sind. Aber nichts im Universum ist falsch. Den Menschen, den du in dein Leben gezogen hast, passt zu deiner Schwingung. Ich weiß, dass es jetzt kaum jemand hören will. Es ist oft so. Deswegen sind solche Videos wenig geklickt. Videos, die so einen gar nicht weiterbringen, haben dann irgendwie Millionen von Klicks. Und Videos, die dann dich in die Eigenverantwortung bringen, die dir zeigen, wie du eigenverantwortlich dein Leben verändern kannst, die sind auf YouTube einfach wenig geklickt. Es ist nicht so gewollt, ja? Bild-Zeitung-Style. Dann eher, naja, egal. Aber viele, die über solche Themen sprechen, versuchen auch so darüber zu sprechen, dass es so aussieht, als wärst du nicht schuld, alle anderen wären schuld. Weil da auf diesen Zug springen ganz, ganz viele drauf, weil niemand will in irgendetwas schuld sein. Hier geht es auch gar nicht um Schuld. Hier geht es einfach nur darum, dass nichts in dein Leben kommt, was nicht deiner Schwingung entspricht. Das kann nicht sein. Es geht einfach nicht. Viele Frauen sind aber überzeugt, dass sie schwingungsmäßig viel weiter sind als ihr Mann. Und das kann nicht sein. Und ich weiß, dass das weh tut. Das tut vielen weh, die dann sagen, nö, das stimmt jetzt gar nicht. Du kannst keinen anziehen, der nicht zu deiner Schwingung passt. Ihr habt eine ähnliche Schwingung und dann beobachte dich und guck mal. So kann man aus solchen Situationen rausgehen. Wenn du dich beobachtest, was in mir resoniert mit seiner Schwingung? Was ist das? Man findet immer irgendwas. Vielleicht sind es Glaubenssätze, die du in dir trägst. Und die sind dann so subtil, die man vielleicht im Außen nicht sieht. Du bist eine moderne Frau, aber im Inneren hast du blockierende Überzeugungen, dass du so einen Mann anziehst, der dich so unterdrückt, zum Beispiel. Und alles ist für uns ein Spiegel. Dieser Mann ist da für dich als Lehrmeister, dass du diese Glaubenssätze erkennst und auflöst, so sehr es wehtut, so sehr es auch anstrengend ist. Wenn du diese Glaubenssätze jetzt in dir auflöst und daran arbeitest, kann entweder dieser Mann sich verändern oder er verschwindet aus deinem Leben. So können wir Situationen verändern. Nicht gewalttätig, indem wir gewaltsam eine Scheidung erzwingen oder sonst was. Geht natürlich auch. Aber wir bleiben immer noch in dieser Schwingung, der niedrigen Schwingung, zum Beispiel jetzt in dem Falle einer Unterdrückung von einem Ehemann. Das ist ein Beispiel. Es gibt ja immer viele andere Themen. Und wenn wir in dieser Schwingung bleiben und der nächste Mann kommt, wird es nicht wirklich besser. Na, am Anfang ist immer alles besser und dann mit der Zeit schleichen sich kleine Probleme ein, die dem alten Problem ähneln. Deshalb schau immer auf den Spiegel. Der Spiegel ist in dem Fall erst dein Partner. Wenn du denkst, ich habe mit dem falschen Mann Kinder, das ist nicht der Falsche. Du bist jetzt mit ihm nicht glücklich. Es läuft nicht so, wie du es willst. Aber er spiegelt dir nur deine inneren Glaubenssätze. Das, wovon du überzeugt bist. Was ist das? Wenn du da dran arbeitest, dann kannst du einiges im Außen verändern. Ja, das war's zu diesem Punkt. Du bist nicht schuldig. Du hast keine Fehler gemacht. Du erlebst gerade nur deine Überzeugungen, von denen du wirklich tief überzeugt bist, ohne es zu wissen. Überzeugungen sind unbewusst in der Regel. Deswegen merken wir es gar nicht, dass wir es gerade selbst sind, was wir hier im Außen unbewusst mitkreieren. Wenn du dazu genauere Fragen hast, schreib es unten rein. Vielleicht machen wir dazu mal ein Live gemeinsam oder ich mache nochmal ein extra Video, wo wir nochmal tiefer ins Thema eingehen. Wenn du ein spezielles Thema hast, schreib es mir gerne unten rein, sodass ich speziell auch darauf in den Videos eingehen kann. Was ist dein Thema? Was möchtest du gerne lösen? Und ich schaue es mir an und mache dazu passend ein Video. Wenn du möchtest, dass ich dich persönlich begleite in deinem speziellen Problem und du willst es hier gar nicht öffentlich schreiben, unten ist ein Link zu meiner Webseite, da können wir kurz telefonieren. Ich schaue, ob ich dir helfen kann, ob wir miteinander arbeiten können und kann dir dann einen Vorschlag geben, wie wir zusammen arbeiten und du entscheidest, ob wir dann zusammen den Weg gehen oder nicht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.